Wir nehmen nicht wahr, dass die Kontinente, auf denen wir leben, sich bewegen. Schließlich dauert eine Flugreise zwischen Europa und Afrika nicht in einem Jahr 5 Stunden und im nächsten Jahr nur 3 Stunden. Dennoch verschieben sich die Kontinente ständig relativ zueinander. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die wissenschaftliche Theorie der Kontinentaldrift entwickelt, um die Bewegung der Kontinente zu erklären. Diese Theorie wurde zunächst verworfen, aber sie ebnete den Weg für eine andere Theorie, die Plattentektonik, die Wissenschaftlerinnen heute als Erklärung für die Bewegung der Kontinente akzeptieren. Pangea war ein Kontinent, der vor fast 300 Millionen Jahren existierte und ohne menschliches Zutun in Nordamerika, Südamerika, Afrika und Europa gespalten wurde. Das Land teilte sich einfach und bildete die Kontinente, die wir heute kennen. Aber wie kommt es zu diesen Veränderungen und was können wir von solch heftigen Verschiebungen erwarten? Wenn du neugierig bist, wie sich das auf dich auswirken könnte, schau weiter. Die Theorie der kataklysmischen Polverschiebung besagt, dass sich die geografischen Positionen der Pole und die Rotationsachse der Erde in geologisch kurzer Zeit verschoben haben, was zu Unglücken wie Überschwemmungen und tektonischen Naturkatastrophen führte. Es gibt Belege für Präzession und Achskippung, aber diese treten auf viel längeren Zeitskalen auf und führen nicht zu einer relativen Bewegung der Rotationsachse in Bezug auf den Planeten. Die starre Erde hingegen kann sich in Bezug auf eine feste Drehachse drehen, was als echte Polarwanderung bezeichnet wird. Forschern zufolge gab es in den letzten 200 Millionen Jahren eine echte Polarwanderung von insgesamt etwa 30 Grad, obwohl keine superschnellen Verschiebungen des Erdpols entdeckt worden sind. Eine echte Polarwanderung findet in einem Tempo von einem Grad oder weniger pro Million Jahre statt. Vor 790 bis 810 Millionen Jahren, als der Superkontinent Rodinia existierte, könnte es zwei geologisch schnelle Phasen echter Polwanderung gegeben haben. Die magnetischen Pole der Erde veränderten sich dabei jeweils um etwa 55 Grad. Polverschiebungen sind globale Verwerfungen, die auftreten, wenn sich die gesamte äußere Erdkruste auf einmal bewegt. Gebiete in der Nähe des Nord- und Südpols wandern tausende von Kilometern in Richtung Äquator, wodurch Eiskappen in milderen Breitengraden schmelzen, während Gebiete in der Nähe des Äquators von den Tropen weg in kältere Klimazonen wandern. Einige zuvor warme Gebiete werden an die neuen Pole verschoben, wo sie einen plötzlichen Frost erleben und bald von neuen Eiskappen bedeckt sein werden. Das Land in Äquatornähe sinkt unter den Meeresspiegel, während es in die äquatoriale Ausbuchtung vordringt. Im gleichen Moment steigt zum ersten Mal seit langer Zeit Land, das zuvor unter Wasser lag, an die Oberfläche. Professor Charles Hapgood war eine der bekanntesten Personen, die Polverschiebung vorgeschlagen haben. Obwohl er mehrere Bücher zu diesem Thema schrieb, darunter Earth's Shifting Crust, Maps of the Ancient Sea Kings und Path of the Pole, änderte er immer wieder seine Meinung und machte Aussagen, die sich zu widersprechen schienen, wenn es um die Vorhersage ging, wie schnell eine Polverschiebung katastrophale Folgen haben könnte. In Path of the Pole bespricht er Ernst Deutschs Buch Polarwanderung und Kontinentalverschiebung, in dem Deutsch behauptet, dass Polverschiebungen sehr langsam stattfinden. Dann beschreibt er, wie Deutsch in Schottland Beweise für eine Krustenverschiebung entdeckte, die um mehrere Größenordnungen schneller ablief als erwartet und seiner Meinung nach 100 oder 10.000 Mal schneller hätte sein können. Nach dem, was Hapgood feststellen konnte, hat sich der Pol in einer sehr kurzen Zeitspanne deutlich weniger als ein Jahrtausend von seiner alten Heimat zu seiner neuen bewegt. Hat Hapgood also aus politischen Gründen und aufgrund des Drucks von Akademikern gelogen, die nur langsame Veränderungen akzeptierten, die in ihr einheitliches Modell passten und Beweise für unerwartete Katastrophen ignorierten, oder hat er aus einem schlimmeren Grund gelogen? Hapgood hat irgendwann aufgehört, vorsichtig zu sein und begann, Risiken einzugehen. Er hätte es besser wissen müssen, denn er arbeitete früher für das Office of Strategic Services, den Vorgänger der CIA. 1982 schrieb Hapgood einen Brief an den Co-Autor von When the Sky Fell, Rand Flemmard, über ein neues Buch, an dem er gerade arbeitete. Hapgood erwähnte in dem Brief, dass das kommende Buch faszinierende neue Aspekte erhalten würde, die weit über die vorsichtige Analyse seines vorherigen Werkes hinausgingen. Er teilte Flemmard mit, dass er bedeutende Beweise für einen ganzen Zyklus der Zivilisation sowohl in Amerika als auch in der Antarktis habe, was auf ein hohes wissenschaftliches Niveau hinweise. Hapgood hat möglicherweise Informationen entdeckt, von denen die Regierung nicht wollte, dass sie veröffentlicht werden. Er wurde von einem Auto überfahren, bevor er seine neue Studie veröffentlichen konnte. Wir werden nie erfahren, ob dies einfach nur Pech war oder ein vorsätzlicher Angriff. Überraschenderweise ist er nicht der Einzige, der glaubt, dass die Polverschiebung schnell geschah und große Verwüstungen verursachte. In der Adam-und-Eva-Geschichte, einem weniger bekannten Buch von Ken Thomas, beschreibt der Autor seine Hypothesen, von denen eine die Verschiebung der Pole betrifft.
Obwohl das Originalbuch nicht mehr erhältlich ist, hat die CIA eine gekürzte Version davon gedruckt. Infolgedessen kannst du dir denken, wie viel von dem Kern des Buches verloren gegangen ist. Also, wer war Chad Thomas und warum wurde sein Buch so stark zensiert? Welche Informationen könnten darin enthalten sein, die die CIA dazu veranlassten einzugreifen? Thomas lieferte Beweise für eine bevorstehende Polverschiebung, die eine Katastrophe auslösen wird, und er betonte, dass diese Polverschiebungen zyklisch sind. Tatsächlich löscht eine Naturkatastrophe in fast regelmäßigen Abständen fast das gesamte menschliche Leben aus und wir müssen neu anfangen. Er glaubte, dass die heutige Zivilisation die sechste Hochkultur auf der Erde war und dass viele weitere Zivilisationen weitaus kultivierter und fortschrittlicher gewesen sein könnten als wir heute. Es ist jedoch schwierig, dies zu bestätigen, denn je weiter man zurückgeht, desto schwieriger ist es, etwas Genaues zu wissen, vor allem weil einige dieser Zivilisationen auf Kontinenten lebten, die nicht mehr existieren. Trotzdem glaubt Chan, dass die Situation klar ist. Er geht davon aus, dass der Pol sich schnell bewegen wird und wenn er das tut, wird er alles in seinem Kielwasser auslöschen. Es wird keine Vorwarnung geben, nur ein leises Grollen, das sich von unhörbar zu einem donnernden Knall entwickelt, wenn die Beben beginnen. Aber es wird anders sein als jedes andere Erdbeben in der Geschichte. Die Berge in Kalifornien werden zittern wie Fahnen im Wind, während sich der Pazifik zurückzieht und zu einem mehr als 2 Meilen hohen Meerwasserberg auftürmt, bevor er nach Osten rast. Dieser Wasserberg wird sich mit 1000 Meilen pro Stunde bewegen und Los Angeles und San Francisco unter sich begraben, als wären sie Sandkörner. Der Grund für diese starken Winde ist, dass sich die Erde mit um die 1000 Meilen pro Stunde dreht, was wir aber nicht bemerken, dass sich alles auf dem Planeten gemeinsam dreht. Das Land, der Ozean, die Atmosphäre und alle Menschen darauf. Thomas glaubt, dass sich bei der Polverschiebung die Luft und das Wasser der Erde weiter drehen werden, aber die Landmassen werden an vielen Stellen zum Stillstand kommen und dann wird auch die geschmolzene Unterschicht der Erde durchbrechen und ein Meer aus weißglühendem, flüssigem Feuer verbreiten. Alle Überreste der menschlichen Zivilisation werden in einem Bruchteil eines Tages verschwinden. Der Zorn wird 6 Tage lang andauern und am 6. Tag wird sich der Ozean beruhigen. Der Stützpunkt in der Bucht von Bengalen, östlich von Indien, würde nun am Nordpol liegen, während der Stützpunkt im Pazifischen Ozean, westlich von Peru, am Südpol liegen würde. In den neu entstandenen Polarzonen werden sich neue Eiskappen bilden. Grönland und die Antarktis, die sich jetzt äquatorial drehen, werden zu diesem Zeitpunkt mit üppigem tropischem Grün aufwarten. Ja, das klingt wie das Ende der Welt, aber das ist nicht die einzige Veränderung, die uns Sorgen macht. Eine weitere Bewegung der Pole, die heute endlich diskutiert wird, ist die magnetische Polverschiebung. Ein weiteres Potenzial, mit dem wir uns möglicherweise auseinandersetzen müssen, ist die Schwierigkeit, die mit der Schwächung der Magnetpole einhergeht. Und nein, es wird nicht 1 Million Jahre dauern, nicht einmal 1000, sondern nur die nächsten paar hundert. Wenn sich das Magnetfeld der Erde deutlich abschwächt, könnte es kollabieren und den magnetischen Norden nach Süden und den Süden nach Norden verschieben, was zu großen Problemen auf dem Planeten führen würde. Das wird passieren, ob es uns gefällt oder nicht. Es ist einfach die Natur, was es noch schlimmer macht. Die Wahrheit ist, dass wir vielleicht genau darauf zusteuern. Dr. Nicolas Touveny vom Europäischen Zentrum für Forschung und Lehre in Umweltgeowissenschaften in Aix-en-Provence, Frankreich, erklärte, dass sich das Erdmagnetfeld seit 3000 Jahren abschwächt und dass die Menschheit in weniger als 1000 Jahren in einer kritischen Situation sein wird, wenn es sich weiter in diesem Tempo abschwächt. Dr. Touveny ist einer der Hauptverantwortlichen für das EDIFICE-Projekt, das seit 2014 läuft. Er und seine Kollegen haben die Geschichte des Erdmagnetfelds erforscht, zum Beispiel, wann es in der Vergangenheit seine Richtung geändert hat und wann es das wieder tun könnte. Die Bewegung von flüssigem Eisen im Kern unseres Planeten ist die Hauptursache für sein Magnetfeld. Es war schon immer ein Teil der Erde, aber seine Polarität hat sich im Laufe der Geschichte des Planeten mehrmals verschoben. Es kann bis zu 1000 Jahre dauern, bis jeder Wechsel abgeschlossen ist, was in den letzten 20 Millionen Jahren bis zu 100 Mal passiert ist. Das hinterlässt versteinerte Magnetisierung in den Gesteinen der Erde. Wir können in der Zeit zurückkehren und erkennen, wann diese Veränderungen stattgefunden haben, indem wir einen Bohrer Bohrkerne oder Sedimentsäulen aus dem Meeresboden entnehmen, die wie Strohhalme aussehen und bis zu 300 Meter tief reichen können. Dr. Touveny und seine Kollegen haben 2 Arten von Elementen untersucht, um mehr über die Geschichte des Erdmagnetfelds zu erfahren. Um die Polarität umzukehren, muss sich das Magnetfeld um etwa 90% auf ein bestimmtes Niveau abschwächen. Das kann tausende von Jahren dauern und während dieser Zeit erlaubt das fehlende Magnetfeld unseres Planeten mehr hochenergetische Teilchen aus anderen Bereichen des Universums einzuströmen. Dadurch werden immer mehr Atome in unserer Atmosphäre, zum Beispiel Stickstoff und Sauerstoff, von der kosmischen Strahlung bombardiert. Dies führt dazu, dass kosmogene Isotope wie Kohlenstoff-14 und Beryllium-10 auf die Oberfläche fallen.
Wir können feststellen, wann sich die Polarität geändert hat, indem wir uns ansehen, wie viele dieser Isotope sich in den Kernen befinden. Es scheint einfacher zu sein, als es ist. Zwischen 772.000 und 774.400 Jahren gab es einen Übergang und seither hat sich das Feld 15 Mal fast in die andere Richtung gedreht. Dies wird als Exkursion bezeichnet und tritt auf, wenn die Stärke des Feldes deutlich abnimmt, aber nicht die erforderliche Schwelle erreicht, bevor es sich wieder normalisiert. Wenn das Feld sich abschwächt und dann wieder stärker wird, ist die Gefahr für uns am größten. Die letzte Exkursion fand vor etwa 40.000 Jahren statt und es gibt Anzeichen dafür, dass wir kurz davor stehen, sie erneut zu erleben. Laut Dr. Turveny hat das geomagnetische Feld in den letzten 3000 Jahren 30% seiner Stärke verloren. Das ist nicht gut. Ausgehend von dieser Zahl prognostiziert sein Team, dass es in ein paar hundert oder tausend Jahren nahe bei Null liegen wird. Was denkst du über die Verschiebung der Pole? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.